Neuer Bullenmarkt oder alte Bärenmarkt-Rallye. Der DAX hat diese Woche jedenfalls schon mal Anlauf auf die 14.000-Punkte-Marke genommen und auch an der Wall Street läuft es seit Wochen sehr, sehr ordentlich. Viele Experten warnen aber zu Recht. Das wollen wir heute besprechen mit Robert Halver von der Baader Bank. Herzlich willkommen hier auf dem Frankfurter Börsenparkett. Ich gebe die Frage gleich mal an Sie weiter. Sind wir im Bullenmarkt oder in der Bärenmarkt-Rallye? Sagen wir Stabilität, wirklich viel Stabilität. Ich benutze ja gerne Metaphern, Sisyphus-Arbeit, also Sie kennen die Legende von Sisyphus, der den Stein bergauf gerollt hat. Man kann es auch so sehen, dass die Anleger den Stein auf dem Börsenberg hochgerollt haben. In der Vergangenheit ist er oft runtergerollt bis ins Tal. Jetzt hat er zwar auch sicherlich Schwung nach unten, kann er aufnehmen, aber geht nicht mehr bis ins Tal zurück. Das heißt, Schwankungen sind möglich, aber wir haben ein hohes Maß an Stabilität, weil viele negative Nachrichten verarbeitet sind. Die Gaskrise, die Energiekrise, eine anstehende Rezession, das wissen wir. Die Börse ist ja gerne bereit, die Zukunft zu sehen. Und sie ist ja kein Kaninchen, das vor der Schlange steht und auf einmal sagt, huh, das habe ich aber nicht gewusst. In den letzten Monaten wurden vor allen Dingen die Tech-Aktien ordentlich abgestraft. Wenn man jetzt ins Depot guckt, seit den letzten Wochen sind das die, die jetzt die Gewinne bringen. Sind Tech-Aktien wieder interessant? Ja, sie haben ein Geschäftsmodell, ich würde sagen, das 100 Jahre trägt, weil einfach Digitalisierung, das geht doch weiter. Ich habe nie verstanden, dass man sagt, das Geschäftsmodell, das stimmt nicht, ist doch verrückt. Cloud Computing läuft weiter, Social Media, Ersetzung des Menschen durch die Maschine läuft weiter. Wir hatten eben das Handicap, dass sie sehr hoch bewertet waren und dass natürlich die angestiegenen Zinsen, die Zinsangst da reingeschnitten haben. Jetzt stellen wir aber fest, die Zinsangst geht zurück, die Renditen am langen Ende, Anleiherenditen sind gefallen. Die US-Notenbank hat sich weniger falkenhaft in ihrem letzten Protokoll gezeigt, das wollen wir bitte auch mal sehr klar festhalten. Das heißt, dieses Handicap ist dann nicht mehr da. Und dann muss ich nicht sagen, bafui, ich mag diese Hightech-Aktie nicht. Nicht jede, man muss nach wie vor sagen, ich gucke mir die Einzelaktien genau an. Aber wenn Warren Buffett sich sein Herz dafür erwärmt, wenn viele Star-Investoren, die früher gesagt haben, die brauchen wir nicht, sich wieder für diese Werte interessieren, dann kann das auch sicherlich der deutsche Kleinanleger tun. Auf der einen Seite haben wir aber noch Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation. Auf der anderen Seite haben Unternehmen jetzt ganz ordentliche Zahlen vorgelegt. Sind die schon durch das Schlimmste durch oder kommt das erst noch? Die Berichtssaison war natürlich sehr gut, weil der Euro sehr schwach ist. Und wenn Unternehmen in Amerika Umsätze gemacht haben, dann gibt es da diesen Illusionseffekt, dass die Gewinne natürlich gesprudelt sind. Das muss man natürlich rausrechnen und sich brechen die Rezession an. In die geht Deutschland, Europa auf jeden Fall. Allein schon, weil die Inflation zunächst mal weiter steigt, Gasumlage und so weiter, was ja Kaufkraft frisst. Und viele Unternehmen kommen ja nach wie vor nicht an Vorprodukte oder nur unter erschwerten Bedingungen. Aber wie gesagt, das weiß die Börse auch. Aber trotzdem muss man sagen, Amerika hat schon die Nase vorn, definitiv. Sie haben einen stärkeren Hightech-Sektor. Die gehen zwar auch in eine technische Rezession, aber diese Rezession ist ja eine untypische. Wir haben ja zwar real sinkende Wirtschaftsleistungen, aber über die Inflation wächst Amerika wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das nährt zumindest die Wohlstandsillusion vieler Verbraucher, die ja zu zwei Drittel für die Konjunktur wichtig sind. Und das hilft natürlich dann auch vielleicht zu sagen, naja, dann wollen wir doch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Amerika, ich war gerade da, Freunde besucht, wird an jeder Straßenecke, wird hier eingestellt. Und die hohe Inflation frisst natürlich die alten Schulden auf, sodass die Konsumenten neue machen können. Amerika war immer ein Durchlauferhitzer in puncto Konjunktur, sind wir ehrlich. Das böse Wort Rezession wird uns aber sicher treffen. Die Frage ist, wann, ob noch dieses Jahr oder nächstes Jahr, es wird kommen. Ist die Wirtschaft auch schon da vorbereitet? Werden die Börsen dann steigen, weil man in die Zukunft schaut? Ja, die Börse, wir haben es eben besprochen, ist ja bereit, die Zukunft immer etwas vorwegzusehen. Und wenn man jetzt sagt, Amerika zwar eine technische Rezession, aber man wächst auch wieder raus, weil die Notenbank, wenn sie merkt, es wird schwierig, sofort mit Zinserhöhungen aufhört. Und die Rezession, die wir bei uns haben, ja sichtbar ist, schon bekannt ist, dann wird man immer noch sagen können, okay, dann müssen wir eben auf der Einzelbranchenebene schauen, was interessant ist. Da muss man nicht unbedingt die heißesten oder die entschiedensten Konjunkturzykliker kaufen, dann bleibt man eher im Hightech-Bereich. Was heißt diese ganze Gemengenlage momentan für Anleger? Ist ja schwierig, so sich vielleicht seine Strategie aufzulegen. Sollte man jetzt reingehen, lieber noch warten? Man sollte schon
immer reingehen. Wenn der Markt sich nochmal setzen wird, das wird er auch nochmal machen. Es gibt ja nochmal eine Schwankung nach unten. Das ist keine Einbahnstraße. Es ist nicht blauäugig, es gibt ja Krisen. Aber wenn es runtergeht, dann doch vielleicht wieder etwas reingehen. Mit Schwerpunkt durchaus Hightech aufgrund dieses tollen Geschäftsmodells, das ja noch lange hält. Das sollte man eben dann schon machen und regelmäßig. Jeden Monat, das ist immer die alte Leier von mir, ich weiß, klingt langweilig, ist aber wichtig. Man wundert sich immer, was zusammenkommt, wenn man regelmäßig anspart, weil man dann einen vernünftigen Durchschnittspreis hat. Niemand muss jetzt Unsummen sofort in den Aktienmarkt investieren, das wäre auch unklug, aber eben die zwei Strategien, wenn es mal runtergeht, reingeht. Hightech-Branche, finde ich schon, ist eine relativ sichere Branche und eben regelmäßig jeden Monat, damit eben dann auch das Risiko gestreut ist. Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Vielen Dank wieder für die Einblicke hier in die Börsenwelt und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.